Konnichiwa! Kretis, hier ist sie wieder, eure Josie mit einer neuen React-Folge und zwar die Twitch Tips Germany 215. Das Ganze heißt Durchfallquote und wir schauen uns an, was es damit auf sich hat. So, wir gehen mal rüber in den Live-Bereich, da ist das Ganze nämlich schon aktiviert. Ihr seht es schon. Heute mal ganz besonders mit dem Hintergrund Twitch Tips Germany und dem Krogman, also Krogi von Game 2. Ich mag ihn und seine News. Da immer in der Game 1 Folge. Gibt es ja momentan nicht. Die sind momentan in der Sommerpause. Leider muss ich dazu sagen, das ist richtig übel. Das ist ärgerlich. Aber gut, okay. Gut, dann starten wir mal rein. Alles okay? Ja. Wann TCG? Jetzt TCG. Wann TCG? Meine Fresse, das heißt Twitch Clips Germany. Ihr. Come on, jetzt geht's los. Boah, recht hat er recht. Also TCG kann man es natürlich auch nennen, ist aber immer so eine Sache mit den Abkürzungen, weil eine Abkürzung könnte für mehrere Sachen gelten. RG zum Beispiel gibt es eine Firma, die so heißt. Oder liebe Grüße. Oder lass gehen. Oder so, also alles möglich. Ihr wisst, Dings deswegen lieber ausgesprochen. Dann passt es. Twitch Clips Germany und weiter geht's. Ich glaube, dass er da hochkommt. Okay, oh, let's go. Und tschüss. Ich wurde getrollt. Nee. Geil! Nein! LOL! Ja, so kann's gehen. Schwuppdiwupp landet man in der Röhre und in der Röhre, ja, aus der Röhre kommt man nicht mehr raus. Das ist natürlich ganz schön blöde. Vor allen Dingen, wenn das Spiel keine Möglichkeit gibt, dass man da wieder rauskommt. Also, das heißt, sie müsste das Spiel komplett schließen und komplett von vorne anfangen. Wenn das überhaupt geht. Das wäre natürlich ein richtig toller, ein richtig blöder Effekt, wenn das nicht mehr neu startbar dann wäre in dem Punkt, sondern man immer wieder mit diesem Charakter in dieser Röhre landet. Also, merkt euch bei diesem Spiel nicht in die Röhre. Diese Pizza. Schaut sie euch an. Und tschüss. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Warum ist die Idee jetzt runtergefallen? Warum funktioniert Schwerkraft auch bei Pizza? Man sollte vorbereitet sein. Oder vielleicht wissen, dass Schwerkraft kommt. Auch da kann ich wieder nur sagen, wo man recht, oder recht hat, hat er recht. Die Schwerkraft sorgt nämlich immer dafür, dass Dinge von oben nach unten fallen. Im Übrigen, das funktioniert nicht, wenn ihr auf die, wenn ihr an der Nordhalbkugel wohnt, ihr auf die Südhalbkugel geht, dass dann das Zeug nach unten fällt, nach oben fällt. Nein, das ist völliger Unsinn. Es gibt Leute, die erzählen das ihren Kindern. Das stimmt aber nicht. Also, es fällt immer alles nach unten. Und zwar, wenn es nicht aufgehalten wird. Deswegen solche Sachen wie, ich zeige jetzt mal hier meine tolle Spaghetti Carbonara direkt vor dem Stream in die Kamera und denke, das Zeug bleibt auf dem Teller oder und landet nicht auf der Tastatur. Ganz blöde Idee. Lasst das bleiben oder seht wenigstens zu, dass das Zeug nicht fallen kann. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Schafft euch eine zweite Kamera an, die ihr für solche Sachen als von oben nach unten filmen sieht. Also ich habe hier zum Beispiel mein iPhone und da ist die Epoch Cam drauf. Das ist eine ganz einfache, tolle App von Epic. Nein, nicht von Epic. Ha, schon mal gerade. Von Elgato. Und damit kann man dann schön wunderbar die Sachen nutzen, um etwas auf dem Tisch zu filmen. Das werden wir demnächst auch mal machen. Ich habe es ja angekündigt und ich habe vor, dass ich das in diesem Monat auch endlich mal schaffe. Genau. Gut, weiter geht's. Für Trainer, danke. Ah! Heilige Scheiße! Happy Birthday! Wie kann man sich nur so erschrecken, wenn man weiß, dass sowas kommt? Das ist ja fast so wie bei Leuten, die Gruselgames spielen und sich dann erschrecken, wenn sich eine Horrorfigur zeigt. Aber eins gleich noch dazu. Herzlichen Glückwunsch von mir nachträglich. Weiter geht's.
Mir ist übrigens auch zu der Fleischer-Lady eine Sache bewusst geworden. Und zwar, es gibt keinen Grund, sie zu bekämpfen. Das war eine ganz dumme Idee. Monster in Diablo 4 sollte man immer bekämpfen. Monster in Souls-like Games sollte man immer bekämpfen, aus einem einfachen Grund. Sonst machen die Hackfleisch aus euch. Also, denkt dran. Weiter geht's. Ungefähr in der Richtung. Schau mal beim Milchbaum rein. Schau mal beim Milchbaum rein. What the fuck? Was geht mir ab? Was zur Hölle? Ich finde, kann immer nur eins zu Milchbaum sagen. Sie ist irgendwie abgedreht. Entweder kreischt sie mit einer ziemlich hohen Stimme oder sie ist abgedreht und nimmt kleine, wehrlose Kuscheltiere auseinander. Die Frau hat wirklich ein Problem. Jetzt die große Frage, wieso hat man eigentlich keinen Soundeffekt gesehen? Ey. Warum? Ich könnte jetzt sagen, weil man normalerweise Soundeffekte nicht sieht. Man kann natürlich Soundeffekte sichtbar machen durch Audiokurven zum Beispiel. Aber im Normalfall sieht man sie nicht. Deswegen hat man keinen Soundeffekt gesehen. Ganz einfach. Ich habe mich so vor den Ofen gestellt, weil es mir kalt war. War ein regnerischer Tag, weiß ich noch. Wenn man sich runterkniet, ist ja ganz natürliche Bewegung. Man geht runter mit dem Arsch, ne? Und ich gehe so nach unten und hier ist der Ofen. Und ich komme sowas von krank mit meiner nackten Arschbacke an dieses Ofen. Und ich habe mir so geisteskrank den Arsch verbrannt. Ich habe heute noch, Real Talk, ich habe heute noch, ich würde es euch zeigen, aber ich darf es nicht. Ich habe heute noch einen kleinen Abdruck davon, weil dieser Ofen so Rillen hatte. Ich habe noch so einen Grill Druck an meinen Arschbacken. Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Erstens, warum zum Geier stellst du dich knackend vor einen angemachten Backofen? Zieh dir doch was an. Wenn dir kalt ist, dann zieh was an, dann wird dir nicht mehr kalt. Danke. Letzter lebender Hase. Die kommt mit der Ares. Und die kommt mit der Ares. Hey, was war das gerade? Hä? Was? Hä? Moment, da stand, wurde doch gesagt, letzter lebender Kandidat. Warum taucht dann bitte da nochmal jemand auf? Hä? Komisch, ich glaube, das Spiel hat einen Bug. Oder funktioniert nicht richtig. Die Anzeige sage vielleicht nicht. Webmaster, neue Interaktionen? Am Computer freigeschaltet. Was ist denn eine Interaktion? Deutsch lesen will gelernt sein und das Ganze hieß natürlich Interaktion. Und was das ist, das solltet ihr eigentlich wissen. Wenn nicht, googelt's mal nach. Weiter geht's. Also, das war mal ein Unwetter, würde ich sagen. So richtig mit Hagel und so weiter. Das hat es ja jetzt die letzte Woche gegeben. Ich habe da einige Bilder gesehen. Also, Taubenei, große Hagelkörner, die Fensterscheiben durchschlagen haben. Da haben sie noch mal Glück gehabt, dass sie sich irgendwo unterstellen können. Jetzt ist aber die Frage, wie dämlich kann man sein, bei so einem Wetter mit einer Kamera aus dem Auto auszusteigen? Wie ist das mit dem Foto? Also, ja, also ich bleib im Foto, wenn es so ist, dann drinne. Und ich renne nicht raus, also Dämlichkeit. Meine Mutti hat mir gesagt, ich kann alles werden, was ich wollte. Also wurde ich zu einem Problem. Stimmt, auf den Gedanken ist eigentlich doch gar keiner gekommen. Man kann alle, das sagen Eltern zu ihren Kindern immer. Du kannst, wenn du groß bist, alles werden, was du möchtest. Du musst nur dafür arbeiten. So, wenn du ein Problem werden willst, ist das doch ganz einfach. Werd eins. Ja, so ist das. Gut, weiter geht's. Da ist doch Knaller, stimmt. Der Knaller.
Geburtstag, hey! Hey. Das ist, wenn du keine Freunde hast und allein zu Hause sitzt. Ich hatte dieses Jahr einen sehr schönen Geburtstag, muss ich sagen. Und war zwar kein Knall, aber ein Knall, was die Effekte, also was das Tun angeht. Morgens waren wir erst auf einem Minigolfplatz, einem sehr tollen Minigolfplatz. Und hatte ich, glaube ich, letztes schon gesagt. Und abends war ich mit zwei Kollegen aus der Schule und meinem Mann etwas essen. Und ein paar Tage später habe ich mit meiner besten Freundin zusammen noch einen Kaffee getrunken, nachträglich, genau. Also, ich hatte dieses Jahr einen schönen Geburtstag. Kam in den letzten Jahren nicht oft vor, dass es ein so schöner war. Geburtstag ist immer schön, weil ich meinen Mann immer bei mir habe. Und dann ist es schön. Aber manchmal wünscht man sich halt doch ein bisschen mehr. Genau. Okay, weiter geht's. Das war der erste kritische Sprung ever mit Tanzmatte. Oh mein Gott. Wieso kommt man auf den Gedanken, dieses Spiel mit einer Tanzmatte zu spielen? Gut, okay, ich sag mal so, es ist weniger nervenaufreibend, als wenn man es mit einer VR-Brille spielen würde. Wobei ich ganz ehrlich dazu sagen muss, ich habe die Tage jemandem geholfen, eine VR-Brille zu kaufen. Ich finde diese Dinge immer noch total dämlich. Und dann habe ich später, ein paar Tage, ein oder zwei Tage später, einen Bericht gesehen von einem Kollegen, Alexi Bexi, und der hat dann eine Gaming-Brille getestet. Das heißt, also ihr habt keine VR-Brille und taucht ein und könnt die Spiele nur spielen, die da draußen sind, sondern eine Brille, die man mit allen Sachen wie, also Handy, Spielkonsole, Computer verbinden kann und dann die Monitore nicht am Bildschirm hat, sondern in der Brille und mit Ton und allem drum und dran, und das ist viel besser. Man sieht dann auch ein bisschen was um einen herum passiert, ist also nicht so abgeschottet, das ist viel besser und, glaube ich, kostet sogar weniger. Also da ist eine neue rauskommt, schaut mal bei Alexi Bexi vorbei bei Gelegenheit und guckt euch mal dieses Video an, sehr interessant fand ich. Wo? Ich dachte, hier oben wäre jemand. Und? Tot. Oh nee, doch nicht. Wow, überlebt. Junge, was war das? Ja, ich würde sagen, du bist durch einen Bug von ganz oben nach ganz unten gefallen. Immerhin bist du entkommen. Das zum einen. Zum zweiten, deine Synchronisation zwischen Lippen und deinem Ton passt nicht so ganz. Arbeite nochmal am Delay ein bisschen. So ein kleines bisschen so. Come on. So. Jetzt Step by Step, yes. Nicht, dass wir hier wieder eine Mine reinfinden. Oh. Er sagt es auch noch. Renn doch nicht einfach los. Guck doch, wo du hinrennst. Viel besser. Genau, weiter geht's. Ist Wally in seinem Haus? Sieht fast so aus, würde ich sagen. Oh nein, ich hätte speichern sollen. Oh oh. Nein! Ha, ha, ha. Ich wusste es! Genau. Der Moment, in dem du feststellst, dass dein Computer auf das Spiel eine Fehlermeldung auswirft. Bei einem Spiel, bei dem das allgemein bekannt ist, dass es doch buggt. Also, Dream Land Ready, bitte immer speichern, bevor ihr irgendwo reinrennt. Und wie wir von Fabian Siegesmund gelernt haben, immer aus der Tiefe des Raums schießen. Niemals so schießen. Ah! Wo? Jetzt seht ihr perfekt den Grund, warum man niemals so schießen sollte. Ja. Du hast ein tolles Lehrvideo gemacht, ist doch immerhin immer etwas. Und jetzt nochmal zu dem gerade, was ich gesagt habe, mit dem Speichern.
Bei jedem Spiel, wo ihr speichern könnt, nutzt die Speicherfunktion so oft wie möglich. Natürlich nicht Schritt, speichern, Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Aber so alle 10 Minuten etwa speichern, damit ihr maximal 10 Minuten eures Gameplays verliert, wenn was passiert. Genau, weiter geht's. Ich bin auf dem Rückweg zu der Tante, oder nicht? Da seht ihr, warum ich VR-Brillen nicht unter anderem nicht mag. Das sieht so beknackt aus, wenn man damit rumfuchtelt. Vor allen Dingen, jetzt hat man ja das Gameplay dazu gesehen, das passt ja. Aber stellt euch mal vor, ihr seht jemanden, der so rumfuchtelt, ohne dass ihr wisst, was er da macht. Das sieht lustig aus. Garantiert. Oh Gott. Ich fühle mich gerade wie so eine richtig billige Reichweitenhure. Nein, zu dieser Aussage sage ich jetzt nicht. Weiter geht's. Es gibt andere Streamer. Hanga, dieses Thema haben wir ja jetzt schon wo wahrscheinlich um einiges genug in diesem Stream durchgekaut. Ja, dass immer wieder diese Schleichwerbung gemacht werden muss, dass es hier auf dieser Plattform ja auch noch andere Streamer gibt. Ich habe dir gesagt, vor Monaten habe ich es dir gesagt. Ihr dürft andere Streamer gucken, aber nur auf 160p und ohne Ton. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich bin ja jemand, der teilen kann, Chat. Auch dazu sage ich nichts, weil sowas, nee. Moment. Oh mein Gott, du hast wirklich einen Alu drauf, ich fass es nicht. Die Reddit-Mods sind 0x. Die tun nur so, als wären sie Randoms. Und am Ende pixeln sie über das ganze Fuxfest drüber und sind alle so, oh, irgendwelche Random-Bots haben das weggemacht. Aber eigentlich waren das Reddit-Mods, die sich die Kredibilität über die Tage erpixelt haben, dass sie eigentlich Randoms sind. Das ist so smart. Ich glaube, dieses ganze Gepixel tut ihr nicht so gut. Das glaube ich auch und vor allen Dingen nimm den Aluhut ab, das sieht so beknackt aus. Was? Was? Sorry, das ist das Dümmste, was ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Und ich würde sagen, das war ein ganz mieser Verlader, denn sorry, wer ist so dämlich und nutzt den Löffel falsch rum? Haut ihn dann platt, anstatt ihn rumzudrehen. Nee, das ist kein Hack, das ist ein Depp. Bestimmt was mit anfangen. So. Warum sind die Leute Elden hier gestorben? Ring. Ach, deswegen. Ja, weil sie daneben gesprungen sind. Ach so. Ganz einfach, wenn man springt, sollte man schon gucken, dass man richtig landet und nicht einfach abstürzt. Dann ist natürlich klar, dass man stirbt. Also meistens aus solch hohen Höhen. Mhm. Ja, so ist das nun mal. Kate, wenn der Shelljump sitzt, ne, dann will ich euch ausrasten sehen. Kein Kommentar zu dem Play? Selbst schuld. Wie kann man beim Sprung das Ding loslassen? Mach es doch unten und spring dann. Viel einfacher. Mann. Linke Maus. Daneben. Entschuldige. Ich war so fasziniert. Was ist gerade passiert? Ja, jetzt weißt du, was passiert. Wenn du die linke Maustaste nicht drückst, stürzt du ab. Im Koop-Modus ganz blöde. Ich hoffe, dass jetzt nicht beide wieder ganz von vorne anfangen müssen. Ja. Also, Koop-Modus, hört auf euren Partner, damit das funktioniert. Eine Polaroid, ja. Er ist jetzt nicht ernsthaft am Überlegen, warum das nicht funktioniert hat. Wie kann man mit einem Gasbrenner, ja, an einer Gasflasche hantieren? Da steht extra dick und fett meistens drauf. Nicht großer Hitze aussetzen. Was denkt ihr, warum das da drauf steht?
Sei mir froh, dass es nur in einem Spiel war. Aber liebe Kinder, macht das nicht in Realität nach. Das hat ernste Folgen. Kann man mit denen einfach so reden vielleicht? Geht das? Oh mein Gott! Ja, ja, das ist der Moment, in dem du feststellst, dass du die falsche Taste gedrückt hast. Das passiert mir momentan häufig bei Animal Crossing. Ich habe die Axt in der Hand und dann gehe ich auf einen meiner Bewohner zu und hau ihn immer erstmal dreimal mit der Axt, bevor das Ding registriert. Oh, da steht ja jemand, mit dem du reden kannst. Pack mir die Axt weg und reden. Ich bin aber froh, dass die Leute da nicht sauer werden. Stellt euch mal vor, die würden sauer werden, dann hätte ich ja eine leere Insel. Gar nicht gut. Ach nee, nicht schon wieder dieses Bild. Nein, nee, nee. Reicht jetzt. Für dich alle. Weil du so alt bist, das sieht aus wie damals bei Jen und Toro. Der Blick ist geil. Blöde Pute. Richtig so. Lieber Toro, lass dich nicht ärgern. Du und deine Chenyan, ihr seid ein wunderbares Paar. Und ich finde euch beide süß. Und, ja. Milchbaum, wir kennen sie. Ja. Und dieses, langsam wird dieses Beep etwas, ja. Reicht jetzt. Nee, nicht schon wieder. Weil du so alt bist, das sieht aus wie damals bei Jen und Toro. Oh. Der nächste Dislike. Also, hat sie nicht gesagt? Ach, doch, hat sie gesagt. Mädchen. Das hast du jetzt aber nicht gesagt, Janian. Also sowas. Wenn du sie wenigstens entfollowert hättest, okay, aber doch nicht so. Das ist ganz schlecht für die Monetarisierung. Nicht nur deine Streams, sondern auch das von anderen. Weiter geht's. Ich war ein richtiger Tollpatsch. Warte mal. Au! Viel besser kann man es nicht machen, wenn man, ja, genau, wenn man zeigen möchte, dass man ein Tollpatsch ist. So, weiter geht's. Ich bin nicht gut in Geologie, ne? In Geografie, in Geometrie, also alles, was mit G anfängt, bin ich nicht gut drin. Außer Geschlechtsverkehr. Oh Gott, nein, oh nein, oh nein, das muss, oh nein, 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 nicht, nein. Doch, das hast du gesagt und das ist ganz, ganz, nein, nein, das ist nicht kinderfreundlich, das ist kein kinderfreundlicher Stream heute hier. Ganz echt, ganz schlimm. Hallo zusammen, gerade bin ich in einem CS2 Matchmaking und ich habe hier einen Spot gefunden, auf einer kleinen Kante stehe ich hier und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich jetzt die Gegner hole. Viel Spaß. One long. Probiert's gerne mal aus. Ja, das ist natürlich ein durchaus erlaubter Cheat. Wenn ihr das hinkriegt, ist doch eine tolle Idee. Man wird selbst nicht getroffen und kann die anderen einfach alle mal wegpusten. Ja, wem sowas gefällt, ich finde solche Spiele nicht besonders toll. Also es ist mein, ich bin kein Ego-Shooter-Fan. Wo war denn hier die Fluchtkapsel? Hier war doch irgendwo eine. 6. Oh Gott, sie ist hier, oder? 5. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Nein. Wirst du aber. Oh Gott, sie ist hier. 2. Oh mein Gott! Ja, das war, wie sagt man so schön, kurz vom AB in die Hose gemacht. Ja, so geht's. Oh Gott. Onkel Obst, ich dachte gerade, es gibt eine Durchfallquote. Und dann dachte ich so, ach so, wenn man durchfällt und nicht der Durchfall. Ich dachte gerade so, was? Es gibt eine Durchfallquote? Ja, Durchfallquoten gibt es natürlich überall, wo es Prüfungen gibt. Also, ja, wir hatten uns die letzten in der Schule kurz vor den Ferien unterhalten und da hieß es dann so,
Ja, also die Durchfallquote bei uns ist so um die 20%. Das heißt, etwa 20% derer, die in die Prüfung gehen, kommen am Ende nicht damit mit einer ordentlichen Note raus. Ich habe vor, mit einer relativ guten Note rauszugehen und ich hoffe, dass ich das schaffe. Bis jetzt habe ich eigentlich keine großen Patzer gehabt und ja, genau. Jemand kommt rein, ne? Überraschungsgeschichten, wenn man gerade voll im Gang ist, ne? So diese, man kennt's ja. Dann bist du aber zu Gange und machst original den hier. Genau das! Genau das würde ich tun. Genau das. Okay. Ja. Nein, das wollen wir jetzt nicht live sehen, aber den Blick kann ich mir gut durchaus gut vorstellen. So, jetzt haben wir's. Das könnte sein. Probieren wir's aus. Schade. Okay. Ich kann noch einen Streamer zuschauen. Ciao, ciao. Hat keiner gesehen, dass du dein Wasser über die Tastatur verteilt hast und über den Schreibtisch. Also alles gut. Nicht aufregen. Oxygen. Hallo, ich will Blasen. Also nee, ich will Fische. Blase. Also Blasenfische. Oh mein Gott. Versteht ihr jetzt, warum ich Lachsmann heiße? Denkt mal drüber nach. Denke nach, bevor du redest. Wenn du Blasenfische haben willst, dann sage das auch und vergiss das mit dem Fisch nicht. Genau. Aua, meine Lippe! Ah! Hauptsache, dir geht's gut, hä? Au! Ja, komm mal, Cupi! Der Blick von der Katze. Oh Gott, eine Kamera, man sieht mich. Hilfe! Aber hey, sei doch mal froh, du hast eine Akupunktur umsonst bekommen. Das andere zahlen dafür teuer Geld. Hm? Twitch Griff Germany im Haus! Ja. Klimmidi, klammidi, klimmidi. Der graue, unscheinbare TCG ist da und will hier eindeutig Alarm machen. Irgendwie finde ich dieses Spiel immer noch ein bisschen weird, weil da halt die ganzen Leute reingemacht worden sind und so extrem realistisch nachgemacht wurden. Ja, okay. Aber ich hoffe nicht, dass er in Wirklichkeit so grau ist. Bitte, ich würde mir gerne den, ich wollte schon sagen, den französischen Fernsehturm. Alter, was war das für ein Brainlag? Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Oh Gott, wie heißt denn der Turm in Paris? Eiffelturm. Ja. Der Turm vom Herrn Eiffel. Ja, so ist das. Der steht in Paris. Ist ein sehr bekanntes und gern genutztes Touristenziel dort. Ach so, ja, was ich nämlich eigentlich sagen wollte. Ich bin so dumm. Ab Januar. Aber ich habe vergessen, es ist ja Silvester und Weihnachten ist ja auch im Januar. Also Weihnachten ist ja im Weihnachten, im Dezember und Januar ist im Silvester. Da haben wir ihn. Weihnachten ist ja im Weihnachten im Dezember und Januar ist im Silvester. Ich dachte eigentlich eher Weihnachten ist im Dezember und Silvester im Januar. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich auch im Dezember. Neujahr ist im Januar dann. Ja, genau. Also beides im Dezember. Also ja, jetzt habe ich es auch geschafft. Toller Spruch der Woche. Ja, weiter geht's. Ein Kaninchen. Bitte, lass mich nicht sterben. Bitte lass mich nicht sterben. Geronimo! Oh. Hallo? Da passiert gar nichts. Oh, interessant, ein Pfeil, der irgendwo hinführt. Interessant. Sehr interessant. Aber sie hatte Angst, dass sie stirbt. Also muss das ein Horror-Game gewesen sein. Naja. Halt dich an mir fest. Komm ran da. Die reißen den Baum ab, das weißt du, ne? Ach, Quatsch. Quatsch, tut er nicht. Guck mal, der ist durchs Feuer gelaufen, ist doch gut. Okay, ich hab never mind, ich hab nichts gesagt. Ja, er läuft durchs Feuer, fängt Feuer. Und du stehst auf einem Baum, der aus Holz besteht, was feuerempfindlich ist.
Was soll sonst passieren, außer dass der Baum abfackelt? Allerdings war das relativ schnell abgefackelt, aber gut. Hoffen wir, dass ihr entkommen konntet. Ich mag die Kleinen nicht, die sind voll gefährlich. Ich glaube, der Große ist gefährlicher. Ich finde die schlimmer als den Großen, weil der Große, der kann nicht so viel. Oh shit. So viel zu diesem Thema. Ja, ja, der Große kann nicht so viel. Ja, 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 hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, der Große kann nicht so viel. Und was hat er dann gemacht? Ja, blöd gelaufen. Infinity! Das ist eine Smartwatch. So eine Uhr, die sagt dir, wie viel Uhr es ist. Also mit Touch. Du, es gibt auch Uhren ohne Touch, die dir sagen, wie viel Uhr es ist. Eine Smartwatch kann um einiges mehr als eine normale Uhr. Ja, wir gehen, glaube ich, nochmal in die Technikschule, um zu lernen, was der Unterschied zwischen einer Uhr und einer Smartwatch ist. Was war denn am 30. Februar? Ich weiß nicht mal, was gestern war. Was war denn am 30. Februar? Digga, imagine, du wüsstest, was... Like, wie sehr hast du dein Leben im Griff, wenn du weißt, was gestern war? You know what I mean? Like... vorgestern, geschweige denn im Februar, das ist decades ago. Oh mein Gott, bin ich auf so einen schlechten Witz reingefallen. No! I didn't quite get that one though. Ach, den gibt's gar nicht, oder? Okay, ihr Menschen, die das Leben im Griff haben, ihr wisst natürlich, dass der Februar der kürzeste Monat ist, oder was? Eat my shorts. Nein, also für alle die, die jetzt gerade den Clip nicht mitgekriegt haben, wir hatten eine Reaktion auf diese Sache von der 214 mit dem 30. Februar und sie hatte dann gemeint gehabt, ja, wie toll ist es oder wie queer sind die Leute, die ihre Leben so im Griff haben, dass sie wissen, was gestern war. Was soll man da erst wissen, wenn es am 30. Februar war? Und sie wusste partout wirklich wohl nicht, dass es keinen 30. Februar gibt. Sie kam dann drauf, dass es der kürzeste Monat ist. Ist ja klar, es gibt keinen 30. Februar. Maximal einen 29. und das auch nur in einem Schaltjahr. Ansonsten habt ihr nur 28 Tage. So, weiter geht's. Ein bisschen hoch. Frau Berger. Ja, Sir. Machen Sie sich bereit. Bin auf bereit. Go. Go. Ich hab den Fallschirm nicht! Das merkst du spätestens, wenn du unten ankommst. Aber da kann man wieder mal nach dem Motto gehen, runter kommen sie alle. Wir haben ja gar keinen in der Schmiede. Hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Wie heißen die Leute denn? Schmieder? Nee. Wie heißen die Leute, die schmieden? Schmiedemeister? Ich schreib's einfach auf, Schmiedemeister. Keine Ahnung. Schmied, das ist ja naheliegend. Ja, klar ist es naheliegend. Der Schmied heißt Schmied. Der Händler, der im Laden steht, heißt natürlich nicht Ladenmann, sondern Händler oder Verkäufer. Ja. Warum sollte man auch die naheliegenden Sachen nehmen, wenn man irgendwelche komischen anderen Sachen nehmen kann? Und tschüss. Das war blöd. Ja, blöd jetzt. Kacke. Aber die haben auch eine Kackform, diese Viecher. Noch nicht nochmal die Schiene. Noch Mann. Weißt du, der ätzendste Teil. Ey, ihr könnt mich gerne zitieren. Ich habe, was ich das eins der letzten Male hier war, meinte ich, dieser Part hier ist einer der blödesten Kack. Game shut down because of too much Meckering. Ja. Immer noch. Games werden, wenn ihr streamt, übernehmen die eure Kamera und euer Mikrofon und reagieren darauf. Und wenn du zu viel meckerst über eine bestimmte Sache, dann wird das einfach dicht gemacht. Spiel doch einfach und mecker später. Dann ist das nicht so schlimm. Guck mal, ich mache jetzt eine Geburt. Das war wirklich gar nicht so schlecht. Jetzt möchte ich gerne wissen, woher der Herr Kerl wusste, wie eine Geburt aussieht, aber kann man sie nicht wieder zurückstopfen?
So, jetzt zeige ich euch mal, was ich mit meiner Sheriff... War Spaß. Nee, war kein Spaß, war echt. Du hast nur einfach blöde gespielt. Einigen wir uns darauf. Einen habe ich noch, oder? Was? Was? Ja, so kann es gehen. Der Kegel, der Pin, der hat gedacht so, oh Scheiße, da kommt was auf mich zu, schnell weg hier. Und hat sich unsichtbar gemacht. Ja, in der Zaubererwelt passiert sowas. Ich habe ein dreckiges Höschen und ich habe schmutziges, ich habe weiches Klopapier. Könnt ihr sowas bitte nicht außer Kontext klippen? Dann habe ich ja wirklich ein Problem. Siehst du? Wurde doch aus dem Kontext geklippt. Pech gehabt. So geht's. Nachdenken, bevor man irgendwas sagt. Sonst landest du bei Twitch Tips Germany. Und tschüss. Da lag irgendwas im Weg und das hat man nicht gesehen. Ja, aber die Qualität der Kamera war auch nicht gerade die beste. Wisst ihr was, Chat, das machen wir so ganz locker. Ich schmeiß das mittlerweile so. Ja, weil solche Spielereien sollte man vorher gut üben und nie vor der Kamera machen, denn da gehen sie grundsätzlich schief. Darf ich fragen, welche Farbe deine Unterhose hat? Ja, das ist die Frage. Welche Farbe? Weiß. Ist schön immer clean. Weiß? Nö, heute weiß. Normalerweise, ich habe noch mehrere Unterhosen bei. Weiß darfst du, musst du Wechselhosen bei haben. Ja, ist ja auch klar. Außerdem sollte man nicht nur bei Weiß Wechselhosen dabei haben. Wenn man länger unterwegs ist natürlich. Also wenn ihr morgens aus dem Haus geht und kommt abends wieder, ist das unsinnig. Auch mit weißen Hosen. Ja. Hallo. Ich versuche mit Trampen so weit in den Süden zu kommen wie möglich. Können Sie mir dabei helfen vielleicht? Wohin denn? Einfach in den Süden. Wo fahren Sie hin? Ich fahre nach München. Ich komme gerne mit nach München, wenn es geht. Das ist ja super. Hey, das ist... Also, Trampen ist natürlich eine schöne, günstige Art, unterwegs zu sein. Aber passt auf, bei wem ihr ins Auto steigt. Und weibliche Zuschauer sollten möglichst immer zu zweit unterwegs sein. Er hat ein bisschen Schräglage. Ja. Aber das muss so. Das ist wie beim Motorrad, damit du dich ordentlich in die Kurve legen kannst. So ist das bei den Dinos ja auch. Weiß nur wieder keiner. Ja, woher sollten wir das auch wissen? Die Dinos waren ja ausgestorben, bevor wir gekommen sind. Also, da können wir das nicht wissen, dass sie in Schräglage liegen, damit sie besser aerodynamisch um die Ecke kommen. Ich hab's ins Berg geschafft, Freunde! Let's go! Mutig! Sehr mutig! Also, dass die Kamera dann am Ende auch noch da war. Aber, gut gemacht! Daumen hoch von mir, dass du es geschafft hast. Außen ist auch einer. Was macht er denn? Wo kommt er denn her? Ja, der kam her. Also wir können das schon klären. Dafür brauchen wir den Tag. Dann müssen wir am nächsten Tag wiederkommen in Ruhe. Oh mein Gott. Geil wäre halt, wir haben halt direkt eine Außenwand mit dem Tor vorne, weißt du? Ja. Okay, machen wir. Los, nehmen wir das. Was war das denn? Das kann ich... Hilfst du den? Na, endlich. Also so unfähig im Schießen kann man ja wohl nicht sein. Das ist ja wohl... Hallo, also das üben wir nochmal. Ganz viel üben. Du brauchst doch nicht Angst haben. Vor was denn? Christi, vor was hast du denn Angst? Es ist doch heute wunderbar. Ein wunderbares Wetter mit Regen und ein gutes Spiel. Was ich gerade gespielt habe, solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Kostet dich auch wahrscheinlich nur 15 Euro. Ich freue mich auch, liebe Autos von draußen. Ja, hup mich an, die kleinen Wichser! Ich würde sagen, da war eine Hochzeit unterwegs. Oder sie haben deinen Stream geguckt und wollten einmal auch drin vorkommen. Ja, aber der Avatar hat mir wieder mal toll gefallen, allerdings das Gekreische dahinter nicht.
Jetzt würde mich interessieren, warum sie plötzlich so komisch geguckt hat. Hat sie gedacht, dass die Papageien ihr das Zeug da reinwerfen? Dann solltest du denen das vielleicht auch sagen. Ich meine nur. So, Rick, was ist mit dir los? Wie ist das Leben? Jetzt weißt du, so ist das Leben. Zum Übergeben. Das ist irgendwie auch voll billig gewesen, so für so einen, Park. Familienpark. Das ist irgendwie so ein altes Atomkraftwerk. Du gehst in ein altes Atomkraftwerk, um Pommes zu essen? Pommes, Eis und Softgetränke sind inklusive. Du nimmst Pommes Schranke sehr ernst, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja. Lustiger Stream. Toll. Kätzchen bist du. Oh, ein süßes... Oh Gott, die arme Katze. Ich würde mich totlachen, wenn die Katze rumdreht und ihr mit allen fünf Krallen pro Seite ins Gesicht haut. Das würde richtig kommen. Als kleine Rache. Was? Ja, wenn man den Knopf beim Treffen trifft. Nein, natürlich, wenn man den Knopf beim Hypen trifft. Ganz schlecht. Vor allen Dingen, wenn es der Mute-Knopf ist und man Musik machen will. So, weiter geht's. Sie ist müde, deswegen spricht sie so tief. Ja. Sie so, es ist so schwer alles. Und so, müde und Ich bin so müde. Ich glaube, ich muss gleich schlafen. Ja, ich auch. Ja. Möchtest du mit mir? Okay, wir müssen los. Ja. Es war schön mit euch. Es ist toll hier. Dieses Spiel ist irgendwie, es ist ein VR-Chat. Was soll man erwarten? Es gibt Leute, die nutzen alles für das Schlimmste, was man sich überlegen kann. Weiter geht's. Ich bin gar nicht da. Seh dich doch. Hey, also übrigens, lass dich nicht erschrecken, ja? Wollte ich nur noch mal ganz kurz dran erinnern. Alter! Wer solche Freunde im Discord hat, braucht keine Feinde mehr. Discord, da kommt mir übrigens der Gedanke, ich wollte doch noch einen für uns hier aufbauen. Muss ich die Tage mal angehen. Ich könnte jetzt sagen, wett nicht, fahr selber rein, aber das wäre eine blöde Ankündigung. Scheiße. Eine, die sogar stimmt. Ja, so kann's gehen. Kenne ich aber auch. Ich hab's ja gewusst, dass das heute sehr wehtun wird, ne? Also fängt ihr ganz cool an, ne? Also muss man ja sagen, oh, Sabuktu, da bin ich da, ne? Krass! Ne? Hat ja gut begonnen! Also erstmal heißt der coole Kerl, den du im unteren Teil bis zum Hals hattest, Son Goku von Dragon Ball. Und zweitens, sei doch froh, dass dir jemand zutraut, das hinzukriegen, dass du so irgendwann mal aussiehst. Also tolles Fan-Geschenk, wenn es eins war. Da hat sich ein Fan viel Mühe gemacht. Der geht also. Ne, das ist Star Trek, oder? Was ich gerade im Kopf hab. Ne, das ist doch Jurassic Park. Hä, was hab ich denn im Kopf? Nein. Diese Melodie. Das ist nein! Genau! Das ist weder Star Trek noch Jurassic Park, sondern Star Wars. Oh Mann. Ja, wenn man zu viele Filme geguckt hat und sich nicht auseinanderhalten kann. Ja, weil da so viele Haare sind, die du rausziehst. Wie kann man denn so viel Spaß daran haben? Ah, sag mal, da unten tut anders weh. Jetzt wisst ihr, wenn ihr das nicht wisst, probiert das mal aus und ihr werdet wissen, wie stark Frauen wirklich sind. Von wegen.
starkes Geschlecht und Männer. Ja, die schon beim Epilieren schreien. Ich habe manchmal so, ich kann ein bisschen nachvollziehen, aber ich habe manchmal so, wenn irgendwas, wenn ich im Kühlschrank was sehe, was verschimmelt ist, dann lege ich das ins Gefrierfach und denke, dann nehme ich das nächste Mal mit, wenn ich Müll rausbringe. Aber wenn es im Gefrierfach ist, dann riecht es zumindest nach nichts. Schmeiß es doch gleich weg. Im Gefrierfach vergisst du es und wer weiß, wie lange das da braucht. Oh Gott. Kistenkarte hat irgendwas gespielt, das aber nicht richtig funktioniert. Zumindest sehe ich es nicht. Gut. Okay. Da muss ich nochmal drüber arbeiten. So. Das danke, hier Kistenkarte. Ist im Prinzip die Ecke, in der das Bett war. So, und jetzt seht ihr die ganzen Kippenstummel, weil ich muss euch jetzt verraten, ich rauche ganz gerne im Bett vorm Schlafen eine Zigarette und morgens, wenn ich aufstehe, auch. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse liegen, damit ihr es wisst. Ich rauche nämlich richtig gerne. Nein, Mann, ich rauche nicht, das sind Oropax. Egal, was es ist einfach nur bäh. So, Kistenkater, falls ihr euch fragt, warum er ja bitte gesagt hat, er denkt, er ist Gott. Nein, natürlich nicht. Aber er reagiert ja immer so drauf. Aua, scheiße. Ah, mein Kreuz. Ein Herzchen hat er mir auch geschickt. Das mit dem Sakura hat nicht funktioniert. Warum auch immer. Ja, weiter geht's. Nee, aber cool. Wir werden das spielen mit dem, mit der, mit dem, mit, wir werden mit, ihr werdet, ne? Wir. Was? Ne? Verstehst. Nein, versteht sie nicht. Ich verstehe es auch nicht. Nachdenken, Worte im Kopf richtig sortieren, dann an den Mund schicken zum Ausgeben. Nicht die Sortierung vergessen. Kurz an den Quarzen. Was, wenn ich ganz links fahre? Ich fahre jetzt auf der Mittelspur. Was willst du machen? Na und? Hä? Was jetzt? Ich hab mich verfahren. Bro, nein. Als ob ich mich sogar im Bus-Simulator verfahre. Ja, selbst im Bus-Simulator hat sie sich doch verfahren. Ja, sie hat es geschafft, sich zu verfahren, weil sie unbedingt auf der Mittelspur fahren musste. Aber das war ein geiles Ende für diesen Stream. Danke. Liebe Twitch-Gips, Germany-Macher, das war toll zusammengestellt wieder. Hat mir wieder Spaß gemacht. Heute nicht ganz so viel zum Lachen von meiner Seite. Liegt aber halt auch, wie gesagt, daran, dass ich halt auch Schmerzen im Rücken habe. Aber passiert. Trotzdem hat es mir gefallen und ich fand es toll. Bis auf so ein paar Sachen. Und der schöne Spruch der Woche war auch wieder toll. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über eine Reaktion freuen. Wird hier jetzt irgendwo eingeblendet. Also bitte entsprechend reagieren. Wir machen das Ganze natürlich bei den Twitch-Clips auch. Gibt es ein Like nach oben, abonniert habe ich ja schon. Und ja, wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn ich das reacte, einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Meistens tue ich samstags auf dem Stream unterwegs sein. Wenn ihr das Original ohne mein Gesappel sehen wollt, einfach unten auch in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr alles und Kommentare noch ein Stückchen tiefer. Alles rein, was mit Kritik, Vorschlägen, Lob und so weiter zu tun hat. Ich reagiere auch darauf immer mit einer Antwort zumindest. Manchmal kann es ein bisschen dauern, manchmal geht es ganz schnell. Diese Woche ging es ganz schnell bei mir. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Stream. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.